Skirennen mitten durch St. Moritz. Ins Dorfzentrum wurde eine Skipiste gebaut. So feiern Einheimische und Touristen gemeinsam den Start der Wintersaison. Wo man weiß, okay, jetzt geht's wieder los. Wir leben schon von dem Skifahren, das merkt man auch. Das sind ja alle ziemlich mit Herzblut dabei, wenn das jetzt ein Event wie heute ist. Es ist schön, sich wieder auf den Schnee einzustellen und eine tolle Wintersportsaison in St. Moritz. Der Winter wird garantiert klasse hier. Ja, jetzt kann es richtig losgehen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Meter Schnee und dann ist es richtig perfekt. In der Nacht hat es noch einmal stark geschneit. Und am Morgen, als die Pisten um St. Moritz das erste Mal geöffnet werden, finden die Wintersportler beste Bedingungen vor. Es ist Heimat. Es ist der schönste Ort zum Skifahren sowieso. Bernstark. Vor allem bei dem Wetter, bei den Pistenverhältnissen, absolut gewaltig. Man schwebt über diese Hügel. Es ist einfach herrlich. Es ist ein bisschen wie Fliegen. Andrea Pünchela ist hier in der Gegend aufgewachsen. Er war viele Jahre als Profi-Skifahrer aktiv. Ja, es ist meine große Leidenschaft. Ich war eigentlich 360 Tage in den Skischuhen. Und das war schon... Ja, es bleibt halt im Herzen, oder? Jetzt arbeitet er als Skilehrer und bringt Anfängern bei, wie man sich auf den Brettern am besten durch den Schnee bewegt. Die Erfolgserlebnisse, wenn man so das erste Mal wirklich eine Piste runterkommt, also das kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wenn man so gut Skifahren kann wie die hier alle. Kurze Pause an der Bar der Skihütte. Auch das ist für Julia Flückiger ganz neues Terrain. Ein bisschen kann ich schon nachvollziehen, warum so viele Leute immer im Après-Ski sind. Und ich muss sagen, Après-Ski ist auch nicht schlecht. Aber nur mit Skilehrer. Sehen und gesehen werden. Das gehört in St. Moritz einfach dazu. Ich bin jetzt mal ein bisschen provisorisch eingekleidet. Und wenn ich jetzt wieder mal nach St. Moritz komme, was ich wahrscheinlich werde diese Wintersaison, dann werde ich mir schon ein bisschen noch mich schicker einkleiden. Nächstes Mal komme ich dann noch mit der Sonnenbrille. Das sieht noch ein bisschen cooler aus. Und auch die Skiausrüstung muss dazu passen. Die großen Marken stellen in St. Moritz die Neuigkeiten der Saison zum Ausprobieren vor. Dabei zeigt sich, die Ausrüstung wird immer spezialisierter. Ein Trend in diesem Winter, sogenannte All-Mountain-Skier. Andrea Püncherer kann damit sowohl eine Tour im freien Gelände machen, als auch auf präparierten Pisten carven, also schnelle Kurven fahren. Ich finde es jetzt ein perfektes Ski, wenn man sagt, am Morgen es hat geschneit, ich gehe hoch. Ich will die ersten paar Linien im Tiefschnee ziehen und nachher den ganzen Tag eigentlich auf der Piste sein. Ich gebe Ihnen da ein bisschen ein weicheres Modell. Sehr gerne. Von der Größe her perfekt. Design auch schön. Sehr bei schön. Den Frauen muss auch das Design immer passen. Richtig. Oder? Anfängerin Julia Flückiger probiert ein kurzes Skimodell. Damit kommt sie im Schnee besser um die Kurven. Ja, also total positiv überrascht, wirklich. Ich habe gedacht, ich stelle mich viel blöder an. Und zum anderen aber wirklich auch so, wenn man die Pisten da runter düst, so ein Gefühl von Freiheit. Das ist unbeschreiblich. Die Kulisse in und um St. Moritz ist einzigartig. Der Ort liegt im Engadintal in den Schweizer Alpen und ist vor allem als Nobel-Skiort bekannt. Also in St. Moritz ist etwas ganz wichtig. Der Himmel hat, wenn die Sonne scheint, ein spezielles Blau. Das ist nicht eine Geschichte, das ist so. Also der Himmel am Tag in der Sonne, der ist einfach anders. Der hat ein anderes Blau. DJ Antoine ist einer der international erfolgreichsten Musiker der Schweiz. Am Eröffnungswochenende heizt der DJ den Gästen beim Après-Ski ein, bei minus 15 Grad. Ich liebe es zu Skifahren, nur das Problem ist natürlich, dass ich so viel am Reisen bin und in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt habe, aber diesen Januar gehe ich zum ersten Mal wieder nach, glaube ich, 3-4 Jahren nach St. Moritz auch ein bisschen Skifahren. St. Moritz feiert den Saisonauftakt und mit seinem Konzert hat DJ Antoine schon am Eröffnungswochenende für einen Höhepunkt in der Wintersaison gesorgt.